Wenn man es ein bisschen analytischer machen will, kann man sich anschauen, wie kam es eigentlich dazu, zu diesem Phänomen Web 2.0. Web 2.0 wurde von Tim O'Reilly in 2005 eingeführt als Bezeichnung für eine Tagung. Und hier auf der Zeitreise, wenn Sie das mal oben sich anschauen, fängt es ja schon 1994 an. Das heißt, viele, viele der Dienste, die dann zu diesem Phänomen Web 2.0 geführt haben, startet natürlich viel früher. Ein paar von diesen Namen werden Sie vielleicht kennen: Amazon, eBay, Google, Wikipedia, ist heute so in das Allgemeinwissen der Menschen stark eingezogen. Was sind die Aspekte von Web 2.0? Also der erste Aspekt ist User Contributed Value. Will heißen, dass die Benutzer tatsächlich einen Neuwert erschaffen, indem sie selbst ja, Inhalte dazufügen. Zum Beispiel bei Amazon konnten Kommentare geschrieben werden. Das hatten vorher eigentlich die Buchhandlungen eher nicht so gerne gesehen, weil sie immer Angst hatten, dass jemand schreibt, wie schlecht dieses Buch wirklich ist. Und dann würde ja niemand mehr das Buch kaufen. Amazon argumentierte anders. Sie sagten, das ist gut, wenn wir hier den Benutzern eine Möglichkeit geben, den Kunden zu sehen, ob das Buch wirklich ihnen gefällt. Und die haben das natürlich dann noch ein bisschen geschickter gemacht, indem man dann wirklich auch sich anschauen konnte, was für Bücher denn jemand gekauft hatte, der auch dieses Buch gekauft hatte. Und dadurch bekam man solche Empfehlungen und es wurden Profile angelegt, wo es bestimmte Matches gab zu Personen, die vielleicht ähnliche Bücher wie ich kaufen und dadurch natürlich die Empfehlungen auch viel passgenauer auf mich waren. Also insofern das, was man sich wünschen würde bei einem Buchhändler, dass der einen kennt und einem Empfehlungen gibt, basierend auf den eigenen Interessen, das passiert hier über die Nutzung von User Contributed Value. Ein zweites wichtiges Thema war Longtail. Longtail heißt es normalerweise, zum Beispiel auch wieder bleiben wir beim Buchladen, das ist eine ganz gute Metapher. Wie viele Bücher kann man in einem Buchladen halten? Vielleicht, ich weiß nicht, 3000 vielleicht. Und mehr ist eigentlich unwirtschaftlich, weil wann kommt schon mal ein Kunde und möchte gerne den Bildband über dieses ganz spezielle Tal in der Rhone oder so haben. Das wird vielleicht alle 5 Jahre mal verkauft. Das lohnt sich für den Buchhändler auf keinen Fall. Wenn man jetzt aber Amazon ist, dann hat man keinen Buchladen, sondern man hat ein Hochregallager und dort tut man Bücher sehr auch einlagern, die man nur 2 oder 3 Mal im Jahr verkauft und schafft dadurch, dass man so viele. Also wenn man ganz viel solche Bücher hat, macht man im Endeffekt nachher damit mehr Umsatz als mit den Bestseller-Büchern, die man natürlich überall in den Buchläden findet. Und diese Nutzung von Longtail führt dazu, dass es für immer mehr Personen interessant wird, zu so einem Buchladen zum Beispiel zu gehen wie Amazon, weil sie dort wirklich alles finden, was sie sonst wo nicht finden. Ein weiterer Effekt ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Je mehr Benutzer so ein Netzwerk hat, desto interessanter wird es für sie. Zum Beispiel eBay. Je mehr Personen dort Güter anbieten auf eBay oder Güter kaufen, desto interessanter wird es. Es gibt mehr Angebot. Wenn man selber was verkauft, gibt es mehr Leute, die danach fragen und die Preise gehen für mich als Verkäufer wiederum hoch. Und das macht es halt spannend und interessant, auch andere Leute mit hineinzubringen in so ein Netzwerk. Das heißt, normalerweise, wenn Sie in einem Café sitzen und es kommen immer mehr Leute hinein, wird es irgendwann ungemütlich. Also es gibt eine gewisse Menge von Personen, die da reinkommen, aber ab einem bestimmten Punkt sagt man, jetzt reicht, ich muss zumachen. Oder jetzt lasse ich niemanden mehr rein. Genauso in der Disco. Bei Web 2.0-Diensten, wie zum Beispiel eBay, ist es eigentlich umso besser, je mehr Personen da mitmachen.
Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Dezentralisierung. Das hatte ich vorhin schon auch so ein bisschen bei diesem von unten her wachsen angedeutet. Benutzer können die Dienste, die sie anwenden, selbst auswählen und brauchen keinen Administrator mehr, der irgendwas installiert. Und es gibt niemanden mehr von oben, der bestimmt, was nun eigentlich benutzt wird. Co-Creation bedeutet, dass viele Personen zusammen Inhalte erstellen, die sie wahrscheinlich alleine nicht erstellen könnten in dem Umfang. Also ein Beispiel ist da wirklich Wikipedia. Einzelne Personen hätten natürlich keine Enzyklopädie erstellen können, aber viele Zehntausende, die da zusammenarbeiten, die vermögen das. Weiter Aspekt, die sogenannte Remixability. Remixability bedeutet, dass man Inhalte, die vorhanden sind, neu kombiniert. Das kennt man natürlich auch aus der Musik. Der Remix und der DJ ist so die tragende Figur der Musikentwicklung in den 2000er Jahren gewesen. Und man mischt sich hier sozusagen seine eigenen Dienste zusammen, so dass sie den eigenen Anforderungen gerecht werden. Damit werden wir uns insbesondere beschäftigen, weil das ein hohes Potenzial hat, ihre eigene Lernumgebung zu entwickeln. Das Interessante ist dann, dass es sogenannte Emergenzphänomene gibt. Dienste, die erstmal einfach gestartet werden mit einem ganz bestimmten engen Nutzenrahmen, entwickeln plötzlich ganz neue Konzepte, also die Benutzer entwickeln neue Konzepte. Also so, dass zum Beispiel in Flickr ist ein Foto, Fotodienst, wo man Fotos hochladen kann, und da haben sich dann zu bestimmten Themen plötzlich Gruppen gefunden, die dann zum Beispiel eine Dokumentation von einer Tagung machen und so weiter und so fort. Also Dinge, die vorher so gar nicht so richtig vorgesehen waren von den Diensteanbietern, entwickeln sich dort plötzlich.